Ihr schreibt nach den Food-Test-Videos. Wir machen Food-Test-Videos. Oder, Schatz? Ich hab Hunger. Ja, okay, okay. Wir fangen ja schon an. Bist du bequem? Geht's dir gut? Yes. Wir haben heute, übrigens erstmal willkommen zu einem neuen Video. Wir haben eure ganzen Nachrichten bekommen und wissen, dass die Food-Test-Videos sehr beliebt sind. Haben lange keins mehr gemacht und dachten uns heute, wir probieren mal eins aus. Und zwar habe ich Burger King Neuheiten bestellt. Ich hatte auch mal bei McDonald's geguckt, aber irgendwie haben die in letzter Zeit nicht so viele coole Neuheiten. Und ich habe noch nichts hiervon jemals gegessen, außer die Pommes. Ich glaube, diese Wings haben sie schon ein bisschen länger, aber für uns ist es eine Neuheit. Mhm. Deshalb... Okay, krass. Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Also, ja, es ist auch... Okay, pass auf. Das Interessanteste, finde ich, in dem Video sind diese beiden Burger. Weil das sind ein und derselbe Burger, weil das eine ist plant-based und das andere ist mit Fleisch. Okay, du sagst mir aber nicht, welche. Ich sag's dir erstmal nicht. Okay, cool. Okay, fang an. Es ist und bleibt mein Lieblingspommes. Burger King? Mhm. Boah, damit wirst du jetzt voll das Ding lostreten, weil ich irgendwie... Weiß. Immer wenn ich das sage oder wenn ich mit jemandem darüber rede, sind alle immer so voll unverständnisvoll. Die sind so voll so... Wie kannst du keine McDonald's-Pommes lieben? Ich bin immer so, irgendwie liebe ich sie einfach nicht. Ich probiere jetzt mal das hier. Das ist ein, was habe ich gesagt, wie das heißt? Verdammt, ich habe es vergessen. Ich glaube Danish King. Ist eigentlich, glaube ich, wie ein Hotdog, nur auf einem Burger. Okay. Also zumindest wirkt es von den Zutaten her. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht sollen wir die irgendwie in der Mitte teilen und dann können wir beide gleichzeitig probieren. Gute Idee. Fake einfach nochmal deine Reaction. Ich fake einfach nochmal deine Reaction. Was Alles ich gedacht klar. habe. 1, 2, 3, go! Er schmeckt wie ein Hotdog auf einem Burger, oder? Aber er schmeckt gut. Mhm. Er schmeckt lecker. Er schmeckt wirklich gut. Ja, ne? Also, ich bin halt immer so mickelig, wenn auf so einem Burger nicht genug Flüssigkeit ist. Also sei es Soße oder das Fleisch. Wenn so ein Burger trocken ist, dann ist halt immer kacke. Mhm. Und der ist so... Da nicht ist trocken. Irgendwie viel Soße drauf und so ist lecker. Mhm. Schmeckt wirklich wie ein Ikea Hotdog. Mit so einem... Das wird man so einen Ikea Hotdog nehmen und einfach so ein bisschen Burger King drüber sprinkeln. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es total filialabhängig ist, beziehungsweise mitarbeiterabhängig, wie letzten Endes so deine Experience ist mit so einem Burger. Mhm. Ich meine, so viel kochen ist das ja jetzt nicht unbedingt, aber selbst das bisschen Kochen ist schon relevant. Weisheit mit Nils. Okay, ich probiere jetzt so einen Chicken Wing. Ja, okay, also ich probiere auch einen Chicken Wing. Das ist ein Chicken Wing. Schmeckt wie ein Chicken Wing. Verdammt, er schmeckt lecker. Wirklich? Findest du es richtig gut? Weil ich dachte, du wirst auf jeden Fall am nächsten noch so ein bisschen mickelig sein. Schmeckt halt simpel und gut. Und was hast du gerade so gemacht? Bisschen Smalltalk beim Essen? Ja, diese Kommode. Ich habe iPod total unterschätzt. Wir haben so voll ahnungslos Ikea-Kommoden gekauft und dachten, okay, dann bauen wir die jetzt mal auf. Ein paar Wochen später können wir sie immer noch nicht benutzen, weil unser Boden an der Stelle so uneben ist. Und die Kommoden erstmal komplett ausgleichen müssen. Mhm. Irgendwie so, ne? Ich konnte irgendwie unter der Kommode, konnte ich ungefähr so zwei Finger drunter schieben. Und so einen Höhenunterschied. Geht's immer rauf und runter und ich denke mir immer so, wie soll ich hier irgendwas hinstellen, ey? Das ist übrigens ein Crispy Chicken Wrap. Und wie schmeckt der? Ich glaube, ich habe noch nie einen Wrap bei Burger King gegessen. Ich weiß nicht, ob ich diese Süß-Sauer-Soße da drin mag. Vielleicht hätte ich so eine mildere Soße besser gefunden. Ich finde den bei McDonald's besser. Bei KFC besser. Oh, bei KFC gibt's ja auch Wraps. In jedem Food-Video bist du so von der KFC-Stan. Ich glaube, ich weiß noch, welcher ist. Aber du musst einfach mal probieren. Ich dachte, ich stelle den so hin. Weißt du? So. Und dann? Ich gucke jetzt extra mal nicht mit rein, weil ich jetzt wirklich nur den Geschmack erleben will. Aber wenn das nicht plant-based ist, dann weiß ich auch nicht. Echt? 100 pro, oder? Schmeckt man so doll? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil Burger King eigentlich echt richtig gute Plant-Based-Alternativen hat. Schmeckst du es? Okay, ich probier's auch mal. Ich schmeck's. Ich schmeck auf jeden Fall einen Unterschied. Okay. Aber ich find's nicht schlimm. Ich weiß, was du meinst, aber ich find's extrem unsignifikant bei diesem Burger, weil... Unsignifikant. Sorry. Da kannst du Statistikunterricht setzen dazu. Hier ist so ein Kartoffelpatty drauf. Meinst du, das ist irgendwie so ein Big Rösti-Burger oder so? Das ist auch Neuheit. Und ich finde, dieser Kartoffelrösti, man schmeckt den halt voll. Und deshalb schmeckt man, finde ich, gar nicht so krass den Unterschied. Ich probiere nochmal den anderen. Oh. Boah, ich finde es richtig lecker. Burger King hat einfach die besten vegetarischen und Plant-Based-Alternativen. Ich wollte unbedingt eigentlich noch die Plant-Based-Nuggets bestellen, weil ich die richtig geil finde. Aber die hatten sie gerade nicht. Da ist halt so viel drauf, dass du den Unterschied eigentlich fast gar nicht mehr schmeckst. Ich finde das richtig gut für Leute, die einfach so... Ja, natürlich für Leute, die vegetarisch essen wollen, aber auch für Leute, die einfach ein bisschen weniger Fleisch essen wollen. Also wir sind ja so von der Partie, wir versuchen vermehrt auch Bio zu kaufen, wenn wir Fleisch kaufen. Ich mag es aber voll gerne, einfach auch Alternativen zu finden, die richtig lecker sind.
die halt aber einfach vegetarisch sind. Ja, ist einfach, ich finde es einfach richtig toll, dass die sich da auch so drauf konzentrieren. Aber der ist jetzt vegetarisch und nicht vegan. Ja, also der Patty ist, glaube ich, plant-based. Ich weiß nicht, ob der Käse auch plant-based ist. Also er heißt plant-based, der Burger. Also eigentlich theoretisch müsste dann alles vegan sein. Beziehungsweise plant-based, also ja, vegan. Ich weiß es nicht genau, ich müsste es nochmal nachgucken. Vegetarischen Burger so ein bisschen in Verruch geraten sind, weil irgendwie für das Eiweiß irgendwie so Ei verwendet wird, glaube ich. Und deswegen dann irgendwie im Umkehrschluss mehr Massentierhaltung stattfindet, weil man irgendwie an die Eier rankommen möchte oder irgendwie so. Ich weiß nicht genau. Das war dann so im Umkehrschluss, ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, das war jetzt irgendwie so im Umkehrschluss natürlich dann voll fail. Das ist so wie jetzt, wenn du... Du meinst, du willst halt was Gutes unterstützen und dann aber weißt du nicht, dass... Ja, genau. Ja, okay. Unterstützt man eigentlich nichts. Ist es wie jetzt, wenn du irgendwie für ein Auto Elektromobilität umsteigen willst und dann willst du irgendwie so ein bisschen ökologische, gute Bilanz haben, aber dann musst du deine Elektrizität irgendwie Öl verbrennt werden. Das wäre ja auch fail. Also das würde ja keinen Sinn ergeben. Ja, du willst ja... Aber wir sind keine Profis. Genau. Bitte kein Schutz. Bitte zerschießt uns jetzt nicht. Hilfe. Nein. You're out. Das war jetzt eine komplett amateurhafte Meinung und unwissend. Ganz unwissend. Mhm. Informiert euch umfassend, bevor ihr eure Meinung bildet. Das ist sowieso bei allen Themen so. Man soll sich immer umfassend informieren, bevor man seine Meinung bildet. Und das nicht einfach nur von Leuten abhängig machen, die irgendwas sagen. Als kleiner Disclaimer. Ihr weiß nicht. Wir werfen nur eine vorsichtige Meinung in den Raum und lassen uns gerne belehren. Sehr gerne sogar. Wir sind sehr einfache Menschen. Man kann mit uns reden. Ich sag mal so, ich habe jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, den mit Fleisch weiter zu essen. Über den hier. Also, weißt du, so, der ist einfach auch richtig lecker. Was ich vorhin eigentlich noch sagen wollte, ist, was ich halt so geil finde, ist, das ist jetzt halt ein Aktionsprodukt. Ich habe halt das Gefühl, viele Restaurants, Läden, Ketten, wie auch immer, bringen halt so eine vegetarische oder zwei vegetarische Optionen raus und darauf ruhen die sich dann so aus. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das Gefühl, Burger King versucht, das ist jetzt übrigens keine Burger King-Werbung. Ich habe das Gefühl, dadurch ist ja auch die Aktionsprodukte. Warte doch mal ab, worauf ich hinaus will. Okay. Dadurch ist ja auch von den Aktionsprodukten, die ja nur quasi eine bestimmte Zeit wahrscheinlich dann immer da sind, halt was Vegetarisches rausbringen, finde ich richtig geil. Weil dann kann jeder auch mal so sagen, okay, die haben jetzt irgendwie diesen neuen... Hör auf! Komm, leg zu meinem Punkt! Das ist voll krass, mir gar nicht aufgefallen, wie oft du das jetzt machst. Was wolltest du denn sagen? Dass ich es toll finde, dass auch Leute, die halt auf Fleisch verzichten wollen, Aktionsprodukte essen können. Weil die sich halt immer weiterentwickeln, weil die ihre Aktionsprodukte auch in einer anderen Version rausbringen. Und nicht nur so einen Veggie-Burger haben und einen Burger mit Käse-Patty. Und das war's so, weißt du? Jetzt haben die sich auch diese Chicken Nuggets gemacht. Chicken Nuggets sag ich schon, Plant-Based Nuggets. Irgendwer muss ja mit anfangen, ne? Und irgendwie muss es einfach vorangehen. Ich hoffe es auch. Und solange es sich weiter in eine Richtung... Ach mein Gott, das muss ich nochmal neu anfangen. Klar, ist jeder Anfang nicht perfekt so, ne? So, aber es ist doch immerhin schon mal gut, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Mhm. Das kann man nicht verneinen, oder? Mhm. Erfolg. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gehört hat, aber wir haben irgendwie irgendwo im Haus Zocker. Wir gehen davon aus. Also wir gehen davon aus, dass es Zocker sind, weil sie halt richtig oft irgendwie so, oh nein! Oder... Guck da oben! Oder... Hinter dir! Ja! Das ist echt geil. Am Anfang dachten wir so, gucken die irgendwie eine Serie oder so? So ganz am Anfang jetzt so, ich gucken die ja Game of Thrones, weil die immer so... weil sie immer so... Oh nein! Das kann ich immer, ja. Jetzt so, vielleicht gucken sie ja die letzte Staffel von Game of Thrones. Aber dann ging es einfach immer so weiter. Also uns stört es übrigens gar nicht, weil wir sind ja ganz anderes gewöhnt. Find's mega cool. Als ihr eins meiner letzten Videos gesehen habt. Es gibt mir immer so Bock aufzuzocken, ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall. Ich habe noch nie den Barbecue-Dip von Burger King probiert. Hm, passt gut zu Pommes. Ja, auf jeden Fall, happy Vlogmas. Wir haben heute unsere Kommoden fast fertig gemacht. Vielleicht bringen wir sie morgen an die Wand an, dann sind sie fertig, oder? Mhm. Dann kann ich im morgigen Video Küchen auspacken, Kommode einräumen und sowas machen halt. Wir müssten eigentlich so mal so einen Mukbang machen in Kombination mit so einem Beziehungs-Q&A. Weil immer wenn ich nach Fragen frage, sind immer voll viele Fragen drin, die ich eigentlich mit dir zusammen beantworten müsste. Hast du voll Bock drauf, oder? Dieses Q&A? Ja. Ja! Ich weiß nicht, ob es jetzt so eine unpopular Opinion ist, aber ich finde diese Gurken auf den Burgern ultra geil. Ich könnte auch noch mehr davon haben. Ich muss übrigens immer meinen Cola ein bisschen schütteln, weil ich gar nicht auf die Kohlensäure klarkomme. Ich glaube, da werden mich jetzt auch ein paar Leute richtig schlimm finden, aber... Ich finde es auch schlimm. Es ist einfach immer zu viel Kohlensäure in dieser Cola. Ich kann die nicht trinken, ohne dass ich ungefähr
mein Bauch sich aufbläht, wie als wäre ich irgendwie im dritten Monat, vierten Monat schwanger oder so. Es ist so. Es ist die Wahrheit. Ist in Ordnung. Kannst mit leben, ne? Einen der wenigen Dinge, auf die du verzichten könntest, aber ist kein Dealbreaker oder so. Hast du gerade die Cola geschüttelt? Ich bin weg. Hast du gerade die Cola? Oh mein Gott. Letztens hat mich jemand gefragt, was das Geheimnis für so eine glückliche Beziehung wie unsere ist. Will ich nicht ernst nehmen. Oh mein Gott, das ist voll der falsche Tipp, das kann man voll falsch verstehen. Okay. Nehmt euch einfach gar nicht ernst. So, wenn jemand was sagt, was er empfindet, nehmt euch nicht ernst. Ach, das ist schon eine Frage. Ja, ich dachte mir, wir können jetzt mal was anreißen. Einen Teaser geben auf das Q&A, was wir bald machen. Es gibt garantiert kein allgemeingültiges Geheimrezept. Nee. Ich finde, ein allgemeingültiges Geheimrezept ist Kommunikation. Du und ich, wir müssen ja ohne Kommunikation und geht gar nicht. Gespräche wie, okay, das und das, das funktioniert für mich so nicht. Wir müssen das ändern so. Ey, ohne Scheiß, Beziehungen, wo man solche Gespräche nicht hat, kann ich nicht ernst nehmen. Die haben ein Ablaufdatum. Okay, ich würde jetzt einfach mal nicht so einfach so annehmen, weil würde ich mir jetzt nicht rausnehmen, also ich persönlich nicht. Ja, das war ein bisschen übertrieben. Aber ich aber ich meine, wenn man gar nicht, also so gar nicht... Man muss doch früher oder später gar nicht irgendwo an, ja genau, wenn man so gar nicht aneinander aneckt in gewissen Punkten, dann... Gibt es entweder wirklich Soulmates, von Gott geschaffene Soulmates? Ja, oder ich habe eher das Gefühl, dass einer von beiden unterdrückt seine wahren... Gefühle unterdrückt. Gefühle und Ambitionen und was auch immer man noch hat, unterdrückt einfach. Ja, ich meine... Ja, ja, sehe ich auch so. Und irgendwann kommt es dann raus und irgendwann explodiert es dann voll. Ja, voll. Und dann kann keiner was dafür, weil... Hör auf, sag dir volle Kanne. Mal ganz ehrlich, ihr müsst mal kurz in die Kommentare schreiben. Ich habe das Gefühl... Der ist auf meinem Rücken gelandet. Moment, ich schaff das. Volle Kanne als Begriff sagt. Yeah! Wenn ich es nochmal schaffe, dann kann ich es richtig. Okay, ja. Mal nix. Ich muss es nochmal probieren. Wenn ich es nochmal schaffe, dann kann ich es richtig. Naja, auf jeden Fall haben wir schon an vielen Dingen arbeiten müssen, weil wir da einfach, als wir uns kennengelernt haben, noch nicht hundertprozentig so zusammen auf einer Welle geschwommen sind. Ich benutze diese Metapher sehr gerne. Da muss man halt gemeinsam bereit sein, daran zu arbeiten. Klar kann man nicht jemanden von Grund auf verändern und seine Person angreifen wollen, aber man kann schon daran arbeiten, wie man miteinander umgeht und was besonders wichtig ist. Ich habe einfach das Gefühl, dass man vieles schaffen kann. Wenn man will. Wenn man es will, das ist das Wichtigste. Genau. Man muss es halt wirklich wollen und zusammen wollen. Hast du noch irgendwas zu sagen? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben heute wirklich fast gar nichts gegessen. Weil wir es einfach schon wieder... Ich weiß nicht, was in letzter Zeit mit uns los ist. Also ich meine, jetzt haben wir natürlich übelst viel gegessen. Viel zu viel eigentlich. Aber davor haben wir irgendwie nichts gegessen, sodass wir jetzt so ultra Hunger hatten. Auch so ein bisschen am Durchdrehen waren. Also du zumindest. Ich neige irgendwie dazu. Wenn ich mich in irgendeine Sache vertiefe, dann vergesse ich alles um mich herum. Mhm. Ich vergesse irgendwie was zu trinken, ich vergesse irgendwie was zu essen, ich vergesse auf Toilette zu gehen, ich vergesse... Mein Körper ist wie in so einer Stase. Und wenn ich dann irgendwie wieder aufwache daraus, merke ich so, wie ich so alles gleichzeitig machen muss. So. Ist okay. Oh mein Gott. You want some? Stell dir so einen Anmachspruch mal vor. Bist du irgendwo so? Sie hat dir gegenüber macht so. You want some? Ich find's toll, wie du dich manchmal einfach so in deine eigenen Witze reinsteigern kannst. Dass du so, bevor du sie überhaupt erzählst, so viel lachst. Finde ich toll. Dankeschön. Früher wollte Nils, weil er immer so gern How I Met Your Mother geguckt hat, dass wir wie Lilly und Marshall diesen Handschlag können. Können wir noch probieren? Aber es ist ja jetzt nicht blind, ich sehe mich ja irgendwie. Ja, aber quasi blind. 5, 6, 7. Oh! Nein! Sieht's gar nicht. War mein Arm kürzer als deiner. 5, 6, 7. On. Fast. Fast. Bleib du mal immer gleich und ich passe mich an. Also wenn wir uns beide anpassen, dann treffen wir uns nie. 5, 6, 7, on! Nein! Wir sind zu langsam, müssen schneller sein. Einfach mal volle Kanne so. 5, 6, 7, on! Was für Dinge dich erfreuen, das ist herrlich. Wir haben uns gerade umarmt, weil wir uns einen High Five gegeben haben. Du hast so ein Winning-Gefühl. Das sind die kleinen Dinge, oder? Wie die kleinen Pommes. Das sind die kleinen Dinge.
Video ab, weil ich glaube, sonst drehen wir ein bisschen durch. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Schaut morgen um 13 Uhr wieder vorbei. Bis morgen, Leute. Ciao.